Uwe Bosutzki, Kreisbahnmeister des Landkreises Goslar. Wir haben hier ein Gebäudefeuer in einem Gasthaus, in einem Restaurant zum Oderbrück. Das Gebäude brennt in voller Ausdehnung. Wir sind zurzeit dabei und ermitteln über die Polizei den Verbleib des Pächters. Wir haben 5 Feuerwehren hier im Einsatz. Parallel dazu fahren wir im Außenangriff auch Innenangriff, um festzustellen, ob sich noch Bewohner, Gäste in dem Haus befinden. Das ist noch nicht sichergestellt. Die Brandbekämpfung hier wird sich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen. Die Wasserversorgung über die Oder ist sichergestellt. Dadurch, dass die Oder hier relativ nah an dem Objekt vorbeiläuft und auch Wasser führt, ist es einfach aufgrund der Bebauung dieses Gebäudes sehr schwierig hineinzukommen. Aufgrund des Altbaus sind die oberen Decken im Obergeschoss und im ersten OG durchgebrannt. Von daher ist es schwierig, den Innenangriff zu fahren und die Räume dort zu durchsuchen. Und solange wir keine Klarheit über den Verbleib des Pächters haben, werden wir hier auch weiterhin intensiv dran arbeiten. Nein, das Wasser, was wir da reinbringen, und man sieht es auch an der Rauchentwicklung, an dem hellen Rauch, das verdunstet natürlich relativ schnell, sodass wir zurzeit mit Löschwasser hier, was in den Erdreichflüssigkeit, keine Probleme haben. Augenscheinlich hat das Feuer in einem Nebengebäude begonnen. Was die Ursache dafür war, ist unklar. Da wird sich noch einige Zeit hinziehen. Wenn wir jetzt erstmal das Feuer so weit in den Griff haben, werden wir nochmal intensiver die Räumlichkeiten absuchen, auch in dem Obergeschossen, wo eben eine gewisse Einsturzgefahr gegeben ist, solange bis wir auch Klarheit über den Verbleib des Pächters haben. Hier im Oberharz ist es natürlich aufgrund der geografischen Lage, was Einsatzkräfte angeht, relativ weitläufig. Wir haben aber eben, wie gesagt, die 5 Feuerwehren zusammengezogen hier. Wenn wir noch mehr brauchen, was sich aber im Moment so nicht abzeichnet, können wir noch in das Harzvorland gehen.